Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich mal ein Thema für dich, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, was jetzt nicht direkt oder beziehungsweise schon etwas mit den Themen Frauen verstehen, Frauen kennenlernen, Frauen ansprechen zu tun hat, sondern etwas, was dir über die lange Zeit dabei helfen wird, noch erfolgreicher mit Frauen zu werden. Denn heute geht es um Meditation. Also, es gibt einen Grund, warum dieses Thema und warum ich dieses Thema heute anschneide. Und zwar ist es so, dass du dieses Video heute am Donnerstag siehst. Und nächsten Mittwoch werde ich für 10 Tage auf einen Meditationsrückzug gehen. Und das kannst du dir so vorstellen. Das ist ein großes Gelände. Ja, das ist ein abgegrenztes Gelände in einem kleinen Waldstückchen. Und dort werde ich sein für 10 Tage und es gibt dort ein paar Regeln, nämlich dass man mit niemandem sprechen darf, man darf nicht schreiben, man darf nicht lesen, man darf nicht Sport machen, man soll am besten auch die anderen Leute nicht angucken, man soll sich komplett mit sich selbst beschäftigen und wir meditieren dort eben 10 Stunden am Tag für 10 Tage, also wirklich raus aus der Welt, raus aus dieser Realität, in der wir hier alle leben und mal sich komplett mit sich selbst auseinandersetzen mit dem Ziel, dass du an Punkte in dir selbst kommst, die so verborgen liegen, dass du sie in der normalen Welt nie mitbekommst. Du kennst es vielleicht, hier pingt dein Handy oder hier kriegst du einen Anruf, dann musst du diese Aufgabe erledigen, dann ist hier ein Freund, mit dem du dich triffst. Du hast nie genug Ruhe, um mal wirklich zu dir zu finden und das ist halt, diese 10 Tage sind genau dafür gedacht, um wirklich mal zu schauen, hey, was sind da noch ganz tief drin für vielleicht auch für alte Konflikte oder Probleme, um die einfach aufzulösen. Und was ich dir empfehlen würde, du musst jetzt nicht auf einen 10-Tage-Retreat gehen, kannst du aber gerne machen, das ist nämlich sehr interessant. Was ich dir empfehlen würde ist, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst, um für den Anfang erstmal 10 Minuten zu meditieren. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie man meditiert, dann ist das gar nicht schlimm. Dann setz dich einfach hin, mach den Raum möglichst dunkel. Am besten setzt du dir vielleicht auch eine Schlafbrille auf, wenn du sowas hast, dass du wirklich Dunkelheit hast. Dann am besten keine Geräusche und niemand sollte dich stören in der Zeit. Also es sollte ruhig und dunkel sein. Abends natürlich auch super. Ich mache es immer morgens einmal für eine halbe Stunde und abends für eine halbe Stunde. Und dann leg oder setzt du dich hin und beobachtest einfach mal deinen Atem, du atmest ein bisschen bewusst ein, so. Einfach mal deinen Atem so ein bisschen beobachten, so spüren, wo der Atem hinfließt in den Körper. Wirklich mal die Kraft deines Atems auch spüren, wenn er hier so in der Bauchregion unterwegs ist. Und dann geht es darum, dass du einfach mal deine Gedanken und deine Gefühle beobachtest. Und ich meine damit wirklich beobachten. Das ist der wichtigste Punkt, den ich bei Meditation sehr lange falsch gemacht habe oder bei dieser ganzen Lehre, dass ich sehr viel verurteilt habe, dass ich Gedanken gesehen habe, Gefühle gesehen habe und gesagt habe, nein, die will ich nicht, was sind das denn für komische Gedanken? Und es geht darum, dass du deine Gedanken und Gefühle mal beobachtest. Meditieren stärkt dein Selbstbewusstsein, denn du wirst dir selbst mehr bewusst, wenn du deine eigenen Gedanken und deine eigenen Emotionen beobachten kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie das dabei helfen soll, erfolgreich mit Frauen zu werden. Und meiner Meinung nach ist Meditation oder sich selbst beobachten können, von sich selbst zurücktreten zu können, eine der wichtigsten Eigenschaften, um langfristig erfolgreich mit Frauen zu sein. Gerade wenn du Frauen länger siehst, in Sexbeziehungen, in langzeitigen Beziehungen, dann ist das super wichtig. Denn was in diesen Beziehungen passieren wird, ist, dass die Frau irgendwann so ein bisschen das Gespür dafür kriegt, worauf du stark reagierst. Ja? Also angenommen, du reagierst stark drauf, wenn man dich auf dein Auto anspricht und sagt, hey, dein Auto ist doch hässlich und du reagierst stark und bist, nein, das stimmt doch gar nicht. Also du reagierst einfach nur. Ich sage irgendwas mit deinem Auto und du reagierst sofort, ah nein, spinnst du eigentlich? Und die Frau kriegt mit der Zeit raus, auf was für Sachen du reagierst. Und wenn du regelmäßig auf die Frau reagierst, also wenn die Frau merkt, okay, mit ein paar einfachen Worten und mit ein paar einfachen Gesten kann ich ihn vollkommen aus der Bahn werfen, dann wird sie eben Anziehung, dann wird die Anziehung verloren gehen, ja, dann wird sie sich nicht mehr so stark auf dich verlassen können als Mann und dann geht die ganze Dynamik in einem Zusammensein ganz stark kaputt. Und wenn aber die Frau merkt, okay, der reagiert nicht auf meine Sachen, weißt du, der reagiert nicht, dann erhöht das tatsächlich die Anziehung. Ja, ich hoffe, du verstehst dieses Reaktions- und Nicht-Reaktionskonzept. Angenommen, die Frau beleidigt mich und ich könnte sofort reagieren und sagen, was fällt dir ein, das gibt's doch nicht, bist du bescheuert? So, das wäre eine Reaktion. Ja? Aber die Frau könnte mich auch beleidigen und anstatt sofort zu reagieren, ohne selbst ein Wort dazu sagen zu können, ohne selbst mir was zu überlegen dazu, ich könnte auch, also entweder reagiere ich und sage, nein, das gibt's doch nicht, was soll denn das? Oder ich handle, ich agiere und lasse das erstmal kommen, lasse das kurz ruhen, so diese Beleidigung, die ich gerade bekommen habe und dann überlege ich mir, hey,
mag ich diese Frau gut genug oder sage ich ihr, dass sie jetzt lieber gehen soll? Und dann kannst du ihr auch gerne sagen, hey, das war einfach uncool, kannst jetzt gehen. Aber dann passiert es nicht aus Reaktion. Ja, dann passiert es, weil du abgewogen hast mit deinen eigenen Werten und überlegt hast, okay, sein Verhalten gefällt mir nicht, du kannst jetzt gehen. Ja, das ist der Unterschied zwischen einer Reaktion und einer richtigen Aktion, einer richtigen Handlung. Ja? Und das ist eben genau das, was Meditation macht. Meditation gibt dir diesen Raum, den du brauchst, zwischen Stimulus, also zum Beispiel die Frau beleidigt dich, und Reaktion. Ohne Meditation ist da so viel Abstand, weißt du? Hier kommt der Stimulus, zum Beispiel, es ist schlechtes Wetter, und hier ist die Reaktion. Oh nein, es ist schlechtes Wetter! Oder ich war gestern mit meinem Vater auf der Autobahn unterwegs, er hat sich die ganze Zeit aufgeregt über jeden möglichen Quatsch. Da war eine Baustelle, und sofort kam seine Reaktion. Oh Mann, die Baustelle, das gibt's doch nicht. Die haben hier immer Baustellen auf Deutschlands Straßen. Das ist unzumutbar. Und durch Meditation schaffst du hier mehr Raum, ja, und kriegst mehr Platz. Das heißt, hier kommt ein Stimulus, die Autobahnbaustelle. Hier ist der Raum. Und da ist dann deine Handlung. Dann reagierst du nicht mehr darauf, okay? Weil du beobachtest deine Gedanken. Oh, da ist wieder dieser Gedanke. Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgefuckt, weil da eine Autobahnbaustelle ist. Aber na gut, passt schon. Muss jetzt nicht darauf reagieren. Und das ist der Unterschied und das lernst du durch Meditation. Durch Meditation lernst du einen Abstand zu dir selbst zu finden. Und wenn es eine Sache gibt, die einen Mann, der schon Erfolg mit Frauen hat, zu einem Mann macht, der ein Profi mit Frauen ist, dann ist es auf jeden Fall das. Denn Frauen werden dich immer so ein bisschen auf diese Weise testen, werden immer so ein bisschen testen, hey, wie einfach ist er denn anzustacheln, wie einfach reagiert er denn, wie sehr kann ich mich auf ihn verlassen? Die Frau macht das, um zu sehen, wie sehr kann ich mich auf ihn verlassen? Ja, kann ich ihn vollkommen beeinflussen innerhalb von einem Fingerschnips mit irgendeinem Wort oder irgendeiner Bewegung? Ja, kann ich ihm seinen ganzen Mut und seine ganzen Vorhaben, seine ganzen Pläne nehmen, indem ich ein Wort sage, weil er sofort darauf reagiert? Oder reagiert er eben nicht auf mich? Und also nicht auf sie reagieren heißt einfach nicht, dass du da einfach nichts sagst, sondern nicht reagieren heißt einfach, dass du dir Zeit nimmst, um das, was sie gesagt hat, einfach mal abzuwägen. Ja, wenn sie sagt, sag mal, was ist denn los? Wir müssen wieder mehr Geld verdienen, wir bekommen ja kein Geld mehr rein, kannst du es mal regeln, das gibt's noch nicht, dass du mir erzählst, so unzuverlässig bist, dann könntest du reagieren und sagen, ah, hör auf mich an zu meckern. Oder du könntest halt, du selbst, ohne Reaktion, könntest überlegen, okay, vielleicht ist ja was an dieser Aussage dran. Könntest du ganz ruhig da mal überlegen und dann einfach deine Antwort geben, deine richtige Antwort, nicht deine Reaktion. Und genau dabei hilft dir Meditation. Also, für dich die Aufgabe, setz dich hin, jeden Tag 10 Minuten Zeit hast du auf jeden Fall. Wenn du mir erzählen willst, du hast keine 10 Minuten zu meditieren, dann hast du auch keine Zeit, erfolgreich mit Frauen zu werden. Setz dich 10 Minuten hin, Ruhe, Licht aus, am besten keine Umgebungsgeräusche. Setz dich hin, beobachte mal deinen Atem zum Anfang. Und dann beobachte mal deine Gedanken, deine Emotionen. Und mit der Zeit wirst du dich einfach sehr gut selbst kennenlernen, weil du merkst, ah, okay, das sind so wiederkehrende Gedankenmuster. Ah, okay, das sind so wiederkehrende Emotionsmuster. Und Meditation war für mich sicherlich eine der wertvollsten Sachen überhaupt in meinem Leben und ist es noch. Ich freue mich sehr auf den 10-Tage Meditationsrückzug. Und natürlich werde ich dir auch ein Video machen, wie es da war und was ich da erlebt habe. Es wird eine ganz große Geschichte. Schön, dass du heute am Donnerstag dabei warst. Das nächste Video kommt, wie du weißt, am Samstag. Da habe ich wieder was Direkteres zum Thema Frauen. Aber wie gesagt, dieses Video super wertvoll. Meditation ist super wichtig, super wertvoll. Fang damit an. Es gibt keine bessere Sache, die du täglich machen kannst, um erfolgreich mit Frauen zu werden. Außer natürlich Frauen anzusprechen. Aber Meditation und Frauen ansprechen kombiniert, ja, Profi-Level. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin, ciao.